Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Ich habe mir eine Regenwalddusche zugelegt. Wisst ihr, ich war im Urlaub und da gab es eine Regenwalddusche und ich fand die so toll, dass ich jetzt mal geguckt habe nach erschwinglichen Preisen, weil die sind echt teuer, meine Güte. Und ich habe was gefunden von Wuse, oder eher gesagt Bonade. Da hatte ich ja schon mal, oder habe ich, eine Mischbatterie gekauft und die ist wirklich voll stylisch und cool. Und deshalb habe ich dann auch wieder geguckt, ob Bonade oder Wuse davon auch eine haben. Und ja, ich habe eine Luxury Shower Set gefunden. Ein Duschsystem ohne Wasserhahn. Warum ohne Wasserhahn? Weil es günstiger ist. Das ist so, ihr habt ja einen Wasserhahn, also eine Mischbatterie an eurem an eurer Dusche. Ne? Bei mir ist das so, dass es Unterputz ist. Deshalb ist das eine gute Alternative zu einer kompletten Neuinstallation. Das heißt also, hier kann man einfach die momentan gegebenen Örtlichkeiten nutzen, weil es ja Unterputz die Mischbatterie installiert ist. Und dann brauche ich einfach nur das Gestänge wechseln und ich kann es sozusagen in die Mischbatterie anschließen und dann benutzen. Fand ich cool, super geil. Das heißt also, ohne Wasserhahn, mit Regenbrause und Handbrause. Easy Clean Duschset mit Gleiter, mit schwenkbaren und höhenverstellbaren Regenbrausearm. Soll von 79 cm bis 120 cm sein, in der Höhe verstellbar und es ist in Chrom. So, jetzt gucken wir uns mal an, was ihr alles bekommt, wenn ihr das so holt, so wie ich jetzt. So, erstmal haben wir hier ein wirklich massiv großes Paket. Hier, ich nehme mal meinen Arm daneben. Boah, das ist lang. Ne? Aber es ist ja auch klar, wir haben ja eine lange Brausensteg etc. Das heißt also, das sollte schon mal was länger sein. Was haben wir denn da? Das gesünder Leben ist aus Bonade Brands. Oh, ein gutes Versprechen. So, hier seht ihr die schematische Bereitstellung oder das schematische Abbild dieses Sets. Aber wir schauen uns das natürlich jetzt mal in echt an. Weil ich habe es ja hier, also will ich es euch natürlich auch zeigen. Ne? So, das macht immer doppelt Spaß, wenn ich mir etwas kaufe und es euch auch noch zeigen darf. Das macht mir voll Spaß, Leute, ist voll geil. Und euer Feedback finde ich auch immer ganz toll, deshalb vielen Dank an dieser Stelle. So, wie kriegen wir denn das jetzt hier auf? Hier? Klar, ja, okay. So, schön verpackt in Pappe. Wir klappen mal eine Runde auf und holen jetzt das Zeug hier raus. Oh. Im Paket ist ein Styropor-Paket. Naja, Styropor ist nicht so der Brenner. Ne? Aber okay, hier ist ja ein zerbrechliches Set drin. Ne? Das heißt also, hier muss man halt aufpassen. Und jetzt, oh, wie kriegen wir das jetzt auf hier, Leute? Erstmal an den Rändern gucken. Aufklappen. Hier unten auch. Also ihr seht, gut verpackt ist das Ding. Kann man nicht meckern. Außer so Recycle-Zeug wäre besser gewesen. Aber ich denke mal, Styropor in der Form wird wohl da die erste Wahl sein. Weil, stellt euch vor, das ist andauernd kaputt. Und dann müsste man das auch immer wieder zurücksetzen. Das wäre auch nicht so CO2-freundlich, oder? Naja, okay. So, jetzt gucken wir mal rein. Auf damit. Oh, ich hätte mir besser ein Messer mitgenommen. So. So kommt es zu euch. Klar und strukturiert aufgebaut, wie ich finde. Man sieht direkt alles. Man sieht hier den Hauptlauf. Hier ist, denke ich mal, das Aushängeding. Hier ist die kleine Mischbatterie, die man dabei hat. Oder eher gesagt, den Mischer. Hier haben wir die Halterungen, hier haben wir die Schläuche zwei Stück und hier ist der Brausekopf und da ist die Regenwalddusche. So, erstmal, boah, was haben wir hier, Bedienungsanleitung. Schauen wir uns die Bedienungsanleitung auch mal an. Wenn ich sie mal aufkriege, weil meine Finger zu fett sind. Cool. Das ist ja ein cooles Feature, Leute. Hier sind Handschuhe dabei. Ey, das finde ich jetzt ganz geil. Passen die mir auch? Ich habe dicke Finger. Ja, Mann. Cool. Gutes Feature.
Dickes Daumen nach oben, dass da Handschuhe mitgeliefert werden, weil ist ja Chrom, ne? Und die haben wohl sich gedacht, wenn die Leute mit ihren fettigen Fingern alles anpatschen, dann freuen die sich nicht. Coole Idee. So, was haben wir denn hier? So soll es dann aussehen, ne? Shower set without faucet. Duschset ohne Wasserhahn. Instruction-Anweisung. So. Aber wie gesagt, in Englisch gehalten und ich denke mal, weil es vorne auf Deutsch drauf steht, wird es auch in Deutsch hier drauf sein. Genau. Also, so soll das später mal aussehen an unserer Wand. Die Wand habe ich schon. Ne? Da werden wir mal gucken. Was haben wir hier? Garantiekarte wahrscheinlich. Ne? Ja, Dankeschön, sagen die da. Und jetzt gucken wir uns mal, wir arbeiten uns jetzt von den kleinen Sachen zu den großen Sachen vor. Hier fangen wir mal an mit einem der Teile und holen das hier raus. Jo. Dann schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Und es ist nochmal eingepackt. Oh. Aber guck mal, schönes Chrom, aber ich habe es direkt wieder angepatscht hier. Ja, das macht schon was her, Leute. Wir sehen hier eine Verbindung mit zwei Madenschrauben. Schon mal gut, doppelte Verbindung hält besser. Okay, dann haben wir hier Dichtlippen dabei, auch gut. Dann haben wir hier einen Filter aus Metall und Befestigungsmaterial ist auch dabei. Nicht schlecht, Herr Specht. So, was haben wir jetzt? Nächste Box. Water Diverter. So, das heißt also, hier haben wir den Verteilerbox dabei. Hier auch wieder. Das Montagewerkzeug ist dabei. Die Befestigungen sind dabei. Und nun schauen wir uns an, was hier uns so hereinfällt. So, wow, echt schönes Chrom. Sehr, sehr schön. Also schön. Halterung, das kommt an die Wand. Und hier gehen dann die einzelnen Teile ab. Und hier unten sehen wir, ist der Verteilerfreund. Der verteilt dann zwischen rechts und links. Da könnt ihr dann rechts und links machen. Das heißt also hoch und runter wollen. Also entweder da lang oder da lang. Da drinnen ist nämlich so ein Mechanismus, so eine Kugel. Die Kugel hat Löcher. Das heißt also hier unten kommt das Wasser an. Oder da oben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann wird das verteilt durch diese Kugel, läuft das dann entweder rechts lang oder hoch, ne? Wie man es halt hält. Ne? So, sehr schön. Verteilerfreund. Wir arbeiten uns nochmal weiter vor. Wir haben wieder hier alles in wabbliger Wabbung. Hier haben wir einen Duschkopf, wie ihr seht. Oh ja, auch in Chrom gehalten. Hier mit mehreren Funktionen. Einrastbar. Hört ihr das? Klick, klick. Das wird sein, wir haben einmal hier außen herum was, dann haben wir drinnen nur und das wird wohl alles sein. Es kann aber auch andersrum sein, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ne? Also werden wir aber noch ausprobieren. Aber rastet gut ein und ihr seht hier schöne Oberfläche, sieht gut aus. Hier unten ist der Verschluss, der dann an den Schlauch kommt. So, was haben wir denn hier noch Kleines? Was ist das? Das ist Dichtband. Sehr schön. Das ist gut, dass sie Dichtband direkt mitbringen. Cool. Also, ihr seht, fast alles dabei. Nur die Wand braucht ihr noch. Ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Halter. Hier kommt die Hauptführung durch. Dann kann man die hier entriegeln. Seht ihr das da drinnen? Da drinnen geht das auf und zu, hoch und runter. Dadurch wird es dann geriegelt und entriegelt. Dann könnt ihr da drauf drücken, hoch und runter fahren. Und hier kommt dann unser Duschkopf rein. Na, also mit dem Schlauch zusammen. Mit der Duschkopf rein. So wird das dann installiert. So, zack, hängt das dann da dran. Dann könnt ihr das benutzen. Okay, kommen wir weiter. Was haben wir hier? Oh, guck mal, wieder verschließbare Plastikbags. Ich werde hier langsam schnuckelig. Ich mache die Dinger mal aus hier. So, kriege ich nämlich gar nichts mehr auf hier. Das geht doch nicht, ey. Wir müssen doch hier vernünftiges Unboxing hinkriegen. So, aber hier müssen wir jetzt wieder die wieder verschließbare Tülle öffnen. So, dann haben wir hier schon mal. Boah, der ist aber schön. Fühlt sich gut an.
Also ich habe schon mal günstige gekauft, ne? Die waren so richtig so. Aber der hier, guck mal, voll flexibel. Lässt sich auch dehnen. Sehr schön. Und hat hier natürlich auch dann noch die Sicherungen drin. Oh, da ist eine Dichtung drin. Drinne sehen wir auch Messing. Sehr schön. Okay. Nice. Also bis jetzt bin ich entzückt, Leute. Gute Qualität bis jetzt, was ich hier so fühle. Jetzt gehen wir zum langen Schlauch. Also der kurze Schlauch war jetzt der Schlauch, der dann zu eurer Mischbatterie fährt. Der hier fährt zu eurer Mischbatterie. Und der hier, der lange, genau die gleiche Qualität, der lange Schlauch hier, der geht dann zur Brause hoch, also zu der Handbrause. Die wird hier drauf gerotiert. Wir sehen hier auch, die gute Sache ist, dass es ein bisschen geriffelt ist, dass man ein bisschen Griff dran hat. Das ist echt eine gute Sache. Andere Seite ist gut für die Wasserrohrzange, die kann hier gut angreifen. Also auch wieder, man fühlt sich wirklich gut hier. So, jetzt haben wir noch drei Sachen übrig. Jetzt kommen wir mal zu so einem langen Steg hier. Und hier seht ihr auch, jo, was haben wir hier? Hier könnt ihr es dann festdrehen dran, dass das in Position bleibt. Okay, so lösen. Und so kriegt ihr das dann fest. Sehr schön, das ist also der Abzweig, der dann hier vorne in eure Regenwalddusche selber ragt. So sieht das Teil dann ganz aus. Schön gebogen, schön in Chrom. Hier unten ist noch ein Schutz dran. Da ist das dicke Gewinde drin. Das dicke Gewinde kommt dann hier oben rein. Muss ich mir noch genau angucken. Ne? Oder es kommt sogar da in das lange rein. Okay, also hier habt ihr dann die Möglichkeit, das als Abzweigung zu setzen. An und fest, fest und los. Läuft auch ganz geschmeidig, wie ihr hier hört. Ihr hört jetzt kein Quietschen, kein Zwacken. Das ist gut. Gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der lange Stab. Hier kommt der Diskusstick. So, der Diskusstick hat hier unten eine Dichtung drinne. Und hat hier auch ein Gewinde, ein schönes Gewinde drin. Hier unten ist ein Feingewinde, hier oben ist ein groberes Gewinde. Sehr gut. Das heißt, wir können diese Sachen dann auch hier dran machen. Ja, das wird daran passen. Boah, ein dickes Teil, wie ihr seht. Meine Güte, ich habe nicht mal Platz, es euch zu zeigen. Aber ich werde euch noch die Installation dann zeigen. So, das war's jetzt hier. Styropor kommt zur Seite. Und bis jetzt haben wir das hier alles vorgearbeitet. Also ihr seht, die ganzen Komponenten sehen hier ganz gut aus. Bis jetzt sehe ich auch keine Probleme auf uns zukommen. Und jetzt kommen wir hier zum großen Finish. Das ist der Duschkopf. Boah, ein dickes Teil. Das da unten sind meine Patscher. So, hier haben wir einzelne Düsen, wo dann die. Oh, guck mal, man kann sich sogar drin spiegeln. Hallo. Ne? Einzelne Düsen bringen dann ein ganz feines Wasser zu euch runter, angereichert mit Wasser, ach, nicht mit Wasser, sondern mit Sauerstoff. Das heißt also, ihr habt ein ganz perliges Gefühl. So, was haben wir hier noch? Das kann man drehen. Hier, ist jetzt schwieriger, weil jetzt kein Stab dran ist. Ne? Die Funktion des Hebels wird das dann leichter machen, aber es ist schön fest, kompakt. Hier haben wir auch wieder einen kleinen Filter drin und eine Dichtung. Also die haben an alles gedacht. Sehr schön. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Und das Teil kommt hier ran. Okay? Das kommt hier oben dran. Das ist dann der oberste Teil, der dann hier abgeht. Und dann, wo ihr euch halt drunter stellen könnt. Also ihr seht wirklich, hier ist alles dabei, was wir brauchen. Wir benötigen halt nur noch ein Befestigungsobjekt in Form von einem Akkuschrauber, der dann einen Steinbohrer hat oder natürlich einen Fliesenbohrer. Und eventuell brauchen wir dann noch ja, einen Akkuschrauber mit Kreuzschlitz und dann kann das auch schon losgehen, ne? Also bis jetzt bin ich voll entzückt, sieht qualitativ sehr gut aus. Und jetzt werden wir natürlich dann noch eine Installation starten und dieses Duschsystem an die Wand bringen. Wow, nice, nice Dice bis jetzt. Echt schönes Zeug. Guck mal hier, richtig schön chromisch. Und alles am Glänzen und so. Oh yeah, that's the way it is. Guckt es euch an, ey. Oh, ich freue mich schon, ey. Blah.
Auf geht's! Hier sind jetzt die ganzen Teile, die wir geliefert bekommen haben. So, jetzt werden wir erstmal das zum Verständnis zusammenbauen, im trockenen Zustand, um es dann an die Wand zu bringen. Als allererstes brauchen wir erstmal die zwei Verbindungen. Hier ist die Verbindung Nummer 1, das ist die untere Verbindung. Sieht so aus. Und hier ist ja auch das Abzweigventil, wo ihr hier oder da, sprich oben oder die Brause selber benutzen könnt. Ne, dafür ist das. Zack, zack, kann man umstellen. Dieses Teil wird mit 3 Schrauben gesichert, also an der Wand. Das kommt dann in die Fliesen rein. Wie kriegen wir das ab? Hier ist ein Gewinde drin. Wenn wir das nun drehen, dann können wir das entfernen. Ich mache aber mal alles ab, weil hier können wir auch das komplette Bauteil entfernen, wie ihr seht. Also weg damit. Und jetzt haben wir hier nur die Halterung zur Wand. Okay? Hier kann man noch mehr zerlegen, indem ihr die kleine Madenschraube rausschraubt. Einfach nur eine halbe Drehung und dann könnt ihr diesen Stift hier entfernen. Der Stift hat mehrere Einbuchtungen, das heißt mehrere Einstellmöglichkeiten, wo die Madenschraube genau reinsetzen kann. So, das können wir aber jetzt wieder reindrehen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist nur zur Weitenregulierung, wie weit die Duschwand dann weg sein soll. Armatur. Jetzt drehen wir dieses ganze Teil so lange, bis wir den obersten Ring herausziehen können. Denn hier an dem Messingteil, das ist jetzt zur Befestigung an der Wand. Okay, da sind 3 Löcher, da kommen die Schrauben durch. Da ist die Wand. Und dann, wenn es an der Wand ist, können wir das mit diesem Cover abdecken, damit man das nicht sehen kann. So, das ist schon mal klar. Also das wieder rein. Das ist die untere Befestigung. Diese dreht man dann hier wieder rein. So, da ist nur ein kleines Gewinde. Und das drehen wir jetzt wieder in Position zurück. So, und fest. So, das ist also das unterste Teil, welches dann mit diesem Schlauch, dazu muss man die blauen Covers hier ausdrehen, das könnt ihr mit den Fingers machen, das kommt hier unten ran und wird verdreht und kommt dann in eure Mischbatterie rein. Okay, so, erstes Teil. Hier drauf kommt diese lange Stange. Diese wird hier oben befestigt. So. Also das ist so an der Wand fest. Jo. Und da drauf müssen wir natürlich den Freund hier machen. Weil der hält ja dann unsere Handbrause fest. Gut, den haben wir also auch drauf. Und jetzt kommt dieser Kumpel hier. Der Kumpel hat unten so einen Plastiknippel und dann seht ihr hier diverse Dichtungslippen. Also wir haben hier 2, 4, 6. Das ist bei 6 Stück. Das kommt hier rein. Ein bisschen wackeln bei der Montage. So, und dadurch, dass das jetzt mit einer Dichtung versehen oder mehreren ist, kann man das hoch und runter schieben. Um das fest zu verschrauben, brauchen wir den hier. Den da setzen wir gerade auf und drehen diesen dann auch fest. So, weil wenn ihr den festgedreht habt, ist der auch fest. Wenn ihr ihn aufdreht, könnt ihr hier noch die Höhe verstellen. So, und jetzt schauen wir uns an. Ich drehe es mal ganz nach unten. So, ganz klein. So. Und jetzt sehen wir ja schon mal hier, dass das so an der Wand dann ist. Hier ist die Wand, hier ist die Wand. Hier geht es zur Mischbatterie. Und dann kommt der Freund hier noch ins Spiel. Der Freund ist zur Montage oben an der Wand. Das heißt,
Hier gibt es kein Gewinde. Hier oben wird nur eine Schraube benutzt. Beziehungsweise ihr könntet auch zwei nebeneinander setzen. Der kommt hier rein. Der wird hier später platziert. Und da haben wir auch Mahnenschrauben, die dann hier festgezogen werden können. Aber da braucht ihr einen etwas dickeren. Aber schematisch gesehen ist das so, dass ihr den dann festsetzt, um die gleichen Abstand zu lassen zur Wand wie hier. So, weiter geht's im Text. Hier unten haben wir noch eine Leitung. Hier unten am Verteiler kommt der Kumpel dran, denkt an die Dichtung, dran damit. Und der verteilt das jetzt hier in die Handbrause. So. Gut. Hier haben wir die Handbrause. Die Handbrause selber wird jetzt hier reingesteckt und ist dann da fest. Gut. Also hier geht jetzt, wenn ihr hier öffnet und schließt, wird entweder oben versorgt, beziehungsweise hier versorgt und dann kommt es da raus. Wenn ihr es dann umstellt nach oben, dann kommt es hier raus. Und den dicken, den müssen wir noch oben dran machen. Und zwar hier wird der eingedreht. Okay, so. Also so ist es dann fertig zur Montage an eure Wand. Und jetzt können wir dann zur Montage über. Hier soll sie also hin. Hier haben wir jetzt die Mischbatterie. Die ist hier in der Wand drin, Unterputz. Und hier haben wir die Verbindung, wo dann das Wasser gleich rauskommt. Das heißt also, das Teil, um zu installieren, brauchen wir zuerst dieses messingfarbene Ding. Das ist für die Unterseite. Und später brauchen wir den hier. Der ist dann für die Oberseite. So, bei mir ist es so, dass wir hier noch ein Bohrloch haben von der vorigen Aufhängung. Das heißt, wir werden das wieder recyceln, weil ihr solltet so wenig wie möglich in Fliesen bohren. Okay, da oben, das können wir nicht wieder recyceln, da müssen wir neu setzen. Und jetzt haben wir natürlich drei Punkte hier, wo gebohrt werden wollen. Das heißt, eins werden wir nur nutzen, indem wir das da drauf halten. So, und werden das eine recyceln und müssen zwei Stück bohren. Jetzt ist es wichtig, dass wir dieses Teil so ausrichten, dass das gerade nach oben geht, weil ich möchte jetzt an der Fliesenkante vorbei nach oben gehen, weil dann habe ich direkt eine Gerade. Ihr könnt das auch natürlich so machen, dass ihr das dann mit einer Wasserwaage einstellt, wenn ihr hier zum Beispiel dran wollt. Und achtet immer darauf, bei Unterputz, Mischbatterien, dahinter ist ja Wasser, ne? Das fließt der Wasser lang. Es wird hier runter und darüber fließen. Wenn ihr nicht sicher seid, holt euch lieber ein Messgerät und guckt, wo Wasser in der Wand ist. So, das heißt also, das Ding werden wir jetzt hier dran setzen und vorzeichnen. Dazu halten wir in meinem Fall das Teil erstmal an das Bohrloch, was schon existent ist, und bohren dann zwei neue in die Fliese rein. So, also anhalten, gerade hin und dann schauen wir, dass dieser Bolzen gerade nach oben ragt. Und machen hier ein Bohrloch und dort ein Bohrloch. So, das heißt also, so werden wir das gleich daran montieren, damit es gerade nach oben gehen kann. Also haben wir die jetzt schon mal vorgezeichnet, einfach mit einem Edding an die Wand. Dann haben wir die ersten beiden Bohrlöcher schon mal, wo wir rein müssen. Und dann arbeiten wir uns nach oben vor. So, jetzt habe ich mir mein Werkzeug geholt. Das ist ein Steinbohrer, 6 mm Durchmesser, denn diese Größe hat auch das Loch für die besagten Dübel. Das heißt, wir nehmen uns jetzt entweder einen Steinbohrer oder wir nehmen uns einen speziellen Fliesenbohrer. Jetzt ist ganz wichtig, dass ihr hier die Einstellungen wählt, nicht schrauben und nicht hämmern. Nicht hämmern benutzen, auch nicht schrauben, sondern bohren. Einfach nur bohren, dass wir gerade reinbohren können. Und jetzt ist es ganz wichtig, auf die Fliese zu gehen, gerade anzusetzen und jetzt vorsichtig anfangen. Nicht zu schnell. Nehmt einen neuen Bohrer dafür, keinen alten.
und fahrt so dann langsam in die Fliese rein, dass keine Sprünge passieren. Ganz zart und süß. Und ihr merkt schon, wie sich der Bohrer da rein frisst und irgendwann packt er dann so stark, dass er auch dann durchbohren wird. Und dann müsst ihr vorsichtig vorgehen. Ganz vorsichtig und langsam. Kein Schlagwerk. Ansonsten würdet ihr euch im schlimmsten Fall, würde dann die Fliese springen. Ne? Hier seht ihr, habe ich schon etwas angebaut. Jetzt bohren wir uns da mal richtig rein. So, Loch ist gebohrt, wie ihr seht. Schön sauber machen. Und jetzt schieben wir da unseren Dübel rein. Und den kriegt ihr nur fest rein. Nicht mit der Hand, wie ihr hier seht, sondern mit einem Gegenstand, der das da reinschlägt. Ein Hammer zum Beispiel. Oder hier, ich benutze mal die Rückseite von meinem Schraubendreher. Jetzt müssen wir die bis nach unten reinhauen, bis Kontakt zur Fliese da ist. So, dann haben wir das erste Loch fertig. Sehr schön. Jetzt natürlich nochmal kontrollieren, ob wir noch im Soll sind. Ja, sind wir auch. Es klappt. Da und da geht fest. Und jetzt müssen wir nur noch das dritte Bohrloch setzen, um dann auch eine dritte Schraube festzumachen, damit das schön gerade und gut an der Wand anliegt. Also bohren in Fliese, Steinbohrer oder Fliesenbohrer, kein Schlag und lasst es chillig angehen, langsam in die Fliese rein und ganz langsam, nicht drücken wie ein Weltmeister, einfach den frischen, sauberen Bohrer, den scharfen Bohrer arbeiten lassen. Bis nach unten durchziehen, kein Hektik, nicht nach rechts und links ausschlagen, gerade rein, bis ihr durch seid, fertig. Und dann Dübel rein, auch den zart reinschlagen, nicht mit einem richtigen Hammer, weil dann könntet ihr abrutschen und eine Fliese zerstören. So, sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt noch das dritte Bohrloch und dann haben wir es hier unten schon mal. Jetzt haben wir das nächste Loch fertig, da kommt jetzt auch wieder unser Dübli rein. Hier. Löcher sind ganz gut. Wie ihr seht, hier sind die Löcher nicht alle identisch. Das ist nicht so der Burner. Aber ja gut, wir werden das jetzt so drehen, dass wir die Löcher hinkriegen, wie wir sie auch gebohrt hatten. Und das ist so. So, jetzt kommt der Freund hier dran. Ne? Den werden wir jetzt festdrehen. Und zwar Schräubchen. War das jetzt so? Nochmal gucken. So übereinander. Schräubchen 1, Schräubchen 2, Schräubchen. So, nun brauchen wir einen Schraubendreher und unser Gerätchen hier, unser Festhalter. Jetzt gucken wir, dass die Löcher nochmal übereinstimmen. Also machen nochmal eine Schicht und eine Sicht, dass alles richtig war. Weil ich musste nämlich feststellen, dass die Bohrungen nicht identisch sind. Okay, also hier. So hatten wir es vorhin. Und jetzt kommt die Schraube rein. Ansetzen und hereindrehen. Und das machen wir jetzt so, dass wir nicht eine festdrehen, sondern dass wir die alle drei reinmachen und dann festdrehen. Ne, damit das in einem gleichmäßigen Anpressdruck dann dort ausgerichtet wird. Ne, also nicht eine festdrehen, sondern eher dann mehrere zip, zip, zip und dann ausrichten. So, also zweite einfügen. Und andrehen. So, das machen wir besser mit einem normalen Schraubendreher. Und die dritte kommt hier unten rein. Da war ja schon bei uns die besagte Komponente. Und jetzt ausrichten, dass wir das hier gerade hinkriegen. Und dann einzeln festdrehen und immer im Wechsel. Das ist wie beim Reifenwechsel auch. Immer im Kreuzverbund arbeiten. Und dann haben wir hier schon eine gute Verbindung mit der Fliese hergestellt. So,
Sieht das schon mal gut. Hier mal dran wackeln, sieht gut aus. Und jetzt müssen wir dieses Teil hier testen, ob wir auch nichts einseitig angezogen haben. Und wenn ihr das gut drauf gedreht kriegt, dann ist alles gut. So, dann haben wir das erste Teil, wo der untere Part der Dusche dranhängt, installiert. Wackelt mal dran. Das hier ist wackelig, das müssen wir noch mit der Mahnschraube später ausjustieren. Also das sieht schon mal gut aus. Jetzt können wir weiter nach oben uns bewegen. Um jetzt herauszufinden, wie die Höhe oben ist, habe ich jetzt den Steg gerade hier hineingeschraubt, ne, in unsere Mischbatterie. Und jetzt gehen wir mit dem schon fast komplett montierten oberen Teil mit der Halterung für oben und der Justierung der Höhe, gehen wir, weil dieses Teil, das ist massiv, das hier ist flexibel, das obere. Das heißt also, jetzt dürfen wir uns nicht verrechnen oder vermessen. Dazu gehen wir hin, stecken hier unten den hier bis Anschlag rein und dann schauen wir nach oben und holen uns den hier dazu. Den werden wir jetzt hier hineinsetzen und nun könnt ihr das so ausrichten, wie ihr das gerne hättet. Sprich, hier Wasserwaage dran, gerade ausrichten und dann auf der Höhe, wo es jetzt ist, hier stehen lassen und entfernen. Und jetzt dürft ihr natürlich hier nicht mehr bewegen und dann zeichnen wir in der Höhe nämlich die, die Bohrpunkte an, die dann hier drunter liegen werden. Okay, nochmal. Fast fertig montierte Duschfreundin, hier unten rein, reinstecken. Und dann oben dran halten und dadurch habt ihr die Höhe, weil ihr alles andere, das hier festgezogen, hier unten, das können wir später machen, aber dieses Teil ist festgezogen, das Ding ist drauf und hier, diese Höhe brauchen wir ja, das heißt jetzt geht es nur noch darum, dass gerade, bei mir ist es halt einfach, weil ich benutze eine Fuge und wenn ihr das nicht habt, macht ihr hier einfach eine Wasserwaage dran und wenn dann das Teil in der Waage hängt, spitze. Und so kriegt ihr dann die Höhe raus, indem ihr das festhaltet und diesen ganzen Kladderadatsch entfernt. So, da müssen wir jetzt bohren. Genau wie vorhin da unten. Nur da oben brauchen wir nur eine, hier unten waren es drei. So, also wegziehen, festhalten. Und hier sehen wir das jetzt. Ich werde es nochmal richtig machen, richtig gerade. Also wieder reinstecken unten. So. Und dann gehen wir hier jetzt hin. Man könnte auch den Mittelpunkt hier nehmen, klar. Aber wir machen das natürlich so, ausrichten und dann wegziehen. Und jetzt sehen wir hier unten, jetzt sehen wir hier unseren Messpunkt. Ne? Da ist der Messpunkt. Okay, so und jetzt zeichnen wir an. Das heißt also, alles in Bereitschaft. Hier nochmal dran. Schön. Zack. Hier gucken. Dran damit. Gerade. Jo. Und jetzt nicht mehr bewegen hier. Hinfort. Nicht bewegen. Zur Seite legen. Und nun gehen wir hier. Da haben wir ihn jetzt. Da können wir reinbohren. Und das machen wir jetzt. Dann haben wir den obersten Punkt auch. So, da ist das Gleiche wieder. Wenn ihr in eine Fuge bohrt, dann seht ihr, ist der Bohrer mit 6 mm etwas dicker als die Fuge selber. Das heißt also, wir müssen jetzt auch ganz vorsichtig kein Schlag, kein Bohren, sondern Bohren, kein Schlag, kein Schrauben, sondern Bohren, ohne Schlag, mit einem frischen Bohrer, der noch richtig scharf ist, in die Zwischenräume der Fliese eindringen. So, ansetzen, gerade in der Mitte ansetzen und jetzt hobeln wir sozusagen an den Seiten ein bisschen weg. Ganz vorsichtig und zart da reingehen. Ne, da seht ihr es, bin ein bisschen weiter nach oben gekommen, also ein bisschen tiefer nochmal ansetzen. Aber wir rutschen jetzt immer hoch. Ah, das klappt schon, wir können das ein bisschen drehen. Und dann zart und locker an der Fliese vorbei festschrauben. Durchbohren, ganz langsam. Und erst wenn ihr dann die Fliese passiert habt, könnt ihr etwas schneller werden. Und dann
Hier seht ihr das, wie das weggebohrt ist. So, also durch damit. Auch hier gilt es jetzt wieder Dübel rein. Wir müssen ja eine gute Verbindung hinkriegen. Auch da wieder kein Hammer benutzen. So. Gut, das haben wir. Und jetzt kommt uns der Kumpel hier gegen. Wir werden das jetzt so ausrichten, dass es oben und unten verstellbar ist. Nicht, dass ich mich da irgendwie vertan habe, weil außen verstellbar brauchen wir nicht hingehen, weil wir haben ja hier die Fuge als gerade Linie. Okay? Gut, das heißt also Schraube rein, bis sie hier unten wieder rauskommt. Machen wir die mal rein da. So, und jetzt in die gerade hergestellte Verbindung reinschrauben. Auch wieder da vielleicht nicht der Akkuschrauber benutzen. Das ist euch überlassen. Wenn ihr sagt, ich schaffe das mit einem Akkuschrauber so zart, dann macht das. So, und wir wollten jetzt hoch und runter. Das heißt also hier mittig einstellen und die Schraube bis zum Anschlag durchzwiebeln, dass sie dort noch zum Einstellen was übrig hätte. So, gut, haben wir beide Kontaktpunkte dort. Jetzt kommen wir mit unserem ganzen Geflechtle. Unten werden wir erstmal wieder reingeben. Und jetzt gehen wir nach oben und werden es dort auch reinschieben. Jetzt sind da zwei solche Madenschrauben. Das heißt, jetzt ziehen wir das etwas ab, bis es die gleiche Breite hier unten wieder oben hat. Okay, das heißt, das muss übereinstimmen und dann ziehen wir hier fest. Und dadurch kommen die Madenschrauben jetzt in Position und verbinden sich mit dem Rest. Beide Madenschrauben festziehen. So, und dann haben wir die hier oben befestigt. Gehen jetzt nach unten und schauen uns mal das Ergebnis bis jetzt an. Sieht doch schon mal vielversprechend aus. So, unten machen wir jetzt das gleiche. Da ist jetzt auch eine Madenschraube. Auch hier in der Breite so weit oben wie unten raus. Und dann können wir die dort auch befestigen. So. Das heißt, Madenschraube öffnen, etwas rausziehen und dann festdrehen. So. Maden 2, Maden 1 befestigt. Damit ist der Hauptteil jetzt schon mal da. Und von oben nach unten. Das heißt, erstmal der dicke Kopf oben dran. Schön drauf, gerade. Und dann festschrauben. So. Und der muss auch bis zu Ende. Und vor allen Dingen die Dichtung muss drin sein. Okay. So, jetzt können wir den ja ausrichten. Und hier können wir ihn auch nochmal bewegen. Sehr gut. Und hier können wir jetzt einstellen, wie hoch wir ihn machen wollen. Das heißt aufschrauben. Jetzt können wir den hoch und runter fahren. Und dann festschrauben. Dann ist er wieder in Position und verkeilt. So, das heißt also erstes Teil hier oben. Haben wir schon mal fest. Kommen wir zum nächsten. Das ist die Handbrause. Die kommt ja hier rein. Die andere Seite machen wir jetzt erst auf, weil da drinnen ist nämlich die Dichtung. Die ist ganz wichtig, die darf nicht verloren gehen. Die drehen wir hier an der Seite jetzt rein. So, auch gut. Dann haben wir jetzt auch unsere Handbrause damit installiert. So, und jetzt natürlich noch die Verbindung zur Mischbatterie bzw. hinein. So, jetzt gucken wir uns mal an, ob wir hier Unterschiede haben. Nein, ihr seht, beide haben auch wieder Dichtungen dabei. Und jetzt gehen wir hier unten dran, wo das Wasser also für unser Duschsystem rauskommt, drehen das fest und gehen dann hinter dem Schlauch hier an unsere Konstruktion dran. So, auch festgedreht. So, so und so. So, damit haben wir es. Jetzt natürlich noch festziehen, die einzelnen Komponenten. Verbindung mal mit einer Wasserrohrzange leicht nachziehen, dass wir dort auch eine vernünftige Verbindung hingekriegt haben. Nicht zu viel,
Auch nicht zu wenig, es ist immer schwierig. Zieht es einfach etwas an, bis es nicht mehr, bis kein Wasser mehr rauskommt. Ne? Und nicht zu viel, sonst macht es immer einen Klack. Die Verbindung, die Verbindung, die Verbindung, die Verbindung könnt ihr mit der Wasserrohrzange vorsichtig nachziehen. Lass uns mal aufdrehen. Und jetzt sehen wir hier, kommt es aus unserem einzelnen Handgedöns. Jetzt kann man direkt schön sauber machen damit. Hier die verschiedenen Einstellungen. Hier kann man sogar so einen richtigen Blubber einmachen. Im Zacker. Schön verschiedene. Boah. Ui. Und ihr macht aus an eurer normalen Mischbatterie. Packt das Ding dann da rein. Könnt da runter duschen. Und wenn ihr dann hier umstellt, dass es nach oben richtet, dann geht oben die Regenwalddusche an. So, also wieder hier andrehen. Und da kommt unser Wasser aus der Regenwalddusche raus. Voll geil. Sehr schön. Dann ausmachen. Und das ist es. Cooles Zeugs. Echt sehr schön geworden. Wunderbar. Ich muss da oben nur mal zuschmieren. Alte Löcher immer mit Silikon abdichten. Denn sonst läuft euch Wasser in die Wand. Was auch sehr sinnvoll wäre, ist hier hinter auch mit Silikon noch abzudichten. Also Silikon einfach da rumgeben, damit dort auch nichts reinkommt. Genauso wie hier oben Silikon rum und dann ist da auch Schicht im Schacht. So, sehr schön, hat gut funktioniert. So, ich war gerade duschen, wie ihr seht. Ist ein bisschen nass alles, klar, ist aber nicht so schlimm, weil ich zeige ja immer, wie es wirklich ist. So, also ich muss sagen, wenn ihr eine Konstellation habt, so wie ich hier, sprich Mischbatterie unter Putz, kommt dann da raus, geht rein und dann der Verteiler nach so zu eurer Handbrause, beziehungsweise der Verteiler nach oben weg zur Regenwalddusche. Top Gerät, sehr gute Qualität, wirklich zu dem Preis finde ich es eine sehr gute Qualität, weil auch der Strahl, der rauskommt, ist so richtig mit Sauerstoff angereichert. Das hört man auch, wenn das an ist, macht das so ein bisschen, das ist, dass das O2 angesaugt wird, ne? Und dann ist das Wasser richtig zart geworden. Also vorher hatte ich dann Standard Duschkopf dran und sind Welten dazwischen, wirklich, 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 wirklich schön. Man konnte hier super duschen, drei verschiedene Strahloptionen, breit, mittel, klein. Und hier oben, boah, das war ganz schön, da kommt das so schön rausgefallen. Und es ist wie in einem Regen, der richtig zart ist. Und es ist wirklich so, weil hier sind auch die einzelnen Sauerstoff-Ansaugpunkte oder so, die euch das Wasser wirklich weicher machen. Ganz toll. Also nochmal, gut verarbeitet, sehr gute Qualität, super Strahl. Und es ist auch stabil. Ich kann eigentlich gar nicht meckern. Nö, man kann es in der Höhe verstellen. Es sieht wirklich gut aus. Ist wirklich schön. Schönes Chromfinish. Und hier das Ding da, die Halterung auch, ist sehr gut. Mit dem Knopf, den kannst du hoch und runter fahren. Also eine sehr gute Sache. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, wenn man hier so eine Mischbatterie hat. Ach nee, selbst das würde gehen. Also wenn ihr eine externe Mischbatterie habt, die Aufputz angebracht ist, dann wird das einfach da drunten eingesetzt. Das ist auch okay. Also ihr könnt das, wenn ihr schon eine Mischbatterie in eurer Dusche haben solltet, bedenkenlos installieren. Oder natürlich, ihr macht eine Mischbatterie und dann kommt dieses Zeug dran. Das geht natürlich auch. Also alles in allem, ich bin sehr zufrieden. Und nur nochmal, ne, denkt daran, hier hinter nochmal Silikon dran. Ich habe es jetzt beim ersten Mal noch nicht gemacht, denn sonst läuft euch dahinter die Wand voll. Aber das ist nicht wegen dem Teil, sondern das ist generell im Badezimmer so. Macht immer alles, wo Wasser ist, mit Silikon dicht. Und zwar Badezimmer-Silikon. Denn sonst, wenn ihr normales Silikon nehmt, habt ihr so nach ein paar Monaten oder Jahren habt ihr so schwarze Punkte. Wenn ihr aber das Badezimmer-Silikon nehmt, dann bleibt das. So, das ist wirklich voll schön. Ich freue mich sehr. Hab das richtige Produkt also erworben. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.